Kapitel 2. Der lange Marsch. 2 Tage später auf den öden Ebenen des Brachlandes. Oh ja, das Brachland. Nicht einer meiner Lieblingsquestorte. Wirklich nicht. Dieses Land ist wild und wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja, wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht. Aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen? Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Und so machen wir uns auf eine neue Runde los. In Warcraft 3. Achso, wir müssen in diese Richtung. Eine Oase finden. Wir müssen 3 Oasen finden. Und Thrall, Kern und die Karawane müssen überleben. Das heißt, wir müssen außer unseren Helden diese Mission diesmal auch oft darauf achten, dass die Kodos nicht sterben. Und das wird natürlich nicht so einfach zu bewältigen sein. Ich gucke gerade mal nach hinten, weil die auch von hinten angreifen können, nicht nur von vorne. Diese verdammten Zentauren. Aber wir sind sehr gut ausgerüstet. Oh, los jetzt schon. Niemand stellt sich uns entgegen. Das ist noch ein bisschen vor uns, das ist natürlich kein Ding. So. Die halten ganz schön was aus, muss ich sagen. Die gehen zum Glück auf unsere Grunzer, die halten auch was aus. Oh, hier ist auch noch einer. Da kommen sie. Da kommen sie, da kommen die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. So. Na gut, die schaffen das. Die schaffen das. Die Karawane beschützen. Wieso kündigt er das nochmal an? Die Tauren nicht unvorbereitet finden. Warum kündigt er das nochmal an? Was haben wir denn alles? Wir haben 3 Oasen und die Karawane. Wieso haben wir 2 Hauptquests? Mindestens. Achso, es ist nochmal zu sagen. Mindestens zwei Kodos müssen am Leben bleiben. Also wir können auch ruhig welche verlieren, aber wenn wir zu viel verlieren, haben wir die Mission auch verkackt. Klingt natürlich ein bisschen schwieriger, aber das werden wir schon meistern. Ich gehe mal kurz mal hier lang. Ich will mal gucken, was hier so ist. Also ein bisschen Erfahrung sammeln. Hör auf. Jetzt greifen sie schon meine Trolle an. Verdammt. Für die Ehre. So, wir sehen, die Karte ist auch riesig. Wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, da an die erste Karawane Oase zu kommen. Hör auf damit! Der greift immer meinen Troll an. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Und da kommen die nächsten. Sieht bis jetzt gut aus, muss ich sagen. Aber unser erster Troll, der ist schon sehr demoliert. Gucken wir mal, wie weit es noch bis zur Karawane ist. Dann können wir uns nämlich schon mal heilen. Für die Ehre. Auch welche hier? Warte mal. Da oben sind auch noch Zentauren. Aber die kümmern uns so später. Für die Ehre. Wir retten jetzt erstmal so schnell wie möglich an die Oase. Weil es könnte jetzt jederzeit einen Angriff starten. Ah, da kommen sie. Okay. Zronka, Krieger. Ihr seid von den Warsong, richtig? Ja, Kriegshäuptling. Hellscream schickte unsere Gruppe aus, euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Seid unbesorgt. Wir finden sie. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Die Zentauren sind zurückgekehrt. Wir werden angegriffen. Der ignoriert den einfach. Schön. Und wir sind fast voll geheilt. Der lässt aber auch nicht ab. Der lässt nicht locker. Bis er sterben muss. So. Weiter jetzt. Wir haben natürlich jetzt noch mehr Einheiten. Und die Tauren können sich jetzt erstmal an der Oase heilen. Und wir clearen den Weg, soweit es möglich ist. Ach, da unten ist auch wieder einer. 2 sogar. Die Marodeure greifen wieder an. Steht auf und kämpft, meine Brüder. Na los, stirb. Ist natürlich ein bisschen hektischer, diese Mission. Aber wir sind ja schon einiges gewohnt. Deswegen wird das uns nicht
aufhalten. Was haben wir denn hier? Noch ein kleiner Fluss. Gehen wir mal kurz den Fluss entlang. Ach, wen haben wir da? Unsere Freunde, die Murlocs. Die Tauren, die sind ja auch ein, ich weiß nicht, sehr angelehnt an ein indianerisches Volk. Und ich muss sagen, ich mag Kern. Ich mag ihn wirklich. Für die Leute, die ihn ja schon kennen, ihr kennt ja bestimmt schon seine Geschichte. Was aus ihm noch wird. Für die Ehre. Aber ich sag mal, diese gute alte Warcraft 3 Zeit, die wird ihn keiner nehmen. Was haben wir denn hier? Ein paar Kisten. Eine Mana-Rolle. Oh, hier kommen sie raus. Oh, sie sind schon fertig. Habt ihr euch überhaupt geheilt? So, du gehst jetzt zum Brunnen. Da kommt er gar nicht durch. Ich bin der Kriegshäuptling. So, du gehst erstmal zum Brunnen, den Mana. Ich weiß nicht, brauche ich die Mana-Rolle? Kann sie ja mal verwenden. Ja. So. Dann hole ich den Troll erst wieder, wenn er ein bisschen geheilt ist. Weil ich will hier keinen Mann verlieren. Wir brauchen hier jeden. Verdammt, jeden. Aber die greifen bestimmt gleich wieder von hinten an, oder? Habe ich so das Gefühl. Die nächste Oase ist da oben. Für die Ehre. So, Ketten blitzt. Was? Ein bisschen noch. Also, haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Für die Ehre. So. Wohin soll ich gehen? Ich glaube, ich komme viel zu spät. Ich bin zu langsam. Ich bin der Kriegshäuptling. Alter! Ja. Hör auf damit! Lass mich da durch! Das war ein Trick. Ich hätte vorne bleiben müssen. Alter, da müssen wir jetzt aufpassen. Na, ein Kodo hat schon sehr erwischt. Habe ich jetzt gerade einen Troll... Ich habe einen Troll verloren. Vor allem, ich passe immer darauf auf, dass keiner Schaden frisst und dann stirbt doch einer. Ah, ist zum Kotzen. So, hier vorne gehen wir hier ran. Das sind Echsen und hier haben wir noch ein paar Zentauren. Das ist ein kleines Lager von denen. Auch kein Mana. Wollen wir schon Mana trinken? Naja, gut, einen können wir trinken. Aber dann nutzen wir den nächsten Kettenblitz wirklich zur Not. Ich geh mal kurz hier rein. Ja. Na gut, den habe ich jetzt mal verballert. Weil der scheiß Zentauren. Ich weiß nicht, Zauberer. Ist das, glaube ich, ein Zentauren-Zauberer? Die können ganz schön schlimm werden. Die können immer Kampfrausch, was die Geschwindigkeit erhöht. Da werden wir uns noch an die ersten Folgen erinnern. Eure Zeit ist gekommen. Und die können auf Feuerbälle schleudern. So, was haben wir hier? Rolle der Heilung. Und noch ein großer Mana-Trank. Sehr schön. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Oh, ich hoffe, sie kommen jetzt nicht von hinten. Oh, schön weggebritzelt. Hör auf! Da, seht ihr das? Seht ihr das? Wir haben meinen armen Troll einfach geknechtet. Oh, und da ist der... Grüße, Kriegshäuptling. Wie können wir euch dienen? Können wir auch nicht alle mitnehmen? Das Zauberwort. Dabu. Gruppe 1. Ja. Gruppe 2. Also weiter. Und noch ein Goblin-Laden. Lasst euch Zeit. Da können wir sogar Mana-Tränke kaufen. Lockregal. Das mache ich dann am besten gleich. So, dann kaufen wir noch einen Mana-Trank. Kriegshäuptling. Ja, was ihr wolle. Die Geister sind ruhelos. Ja. Ach, das schaffen die. Also, haltet die Formation. Wir bleiben hier dran. Die Kodos müssen beschützt werden. Oh, jetzt haben wir das Problem. Jetzt kommen Harpien. Erstmal gehen wir hier hoch, weil ich nicht mehr weiß, ob wir auch hier aus den Links rauskommen. Die können wir nur mit den Räubern runterholen, ansonsten muss Thrall sie von fern bekämpfen. So. Oder unsere Trolljäger müssen sie abballern. Das ist das Praktische an den
an den Räubern. So, wir sind nicht mehr weit zur ersten, zur zweiten Oase. Okay, die kommen hier nicht aus dem Loch geschossen. Wir haben überlegt, die müssten jetzt den gesamten Weg von hier unten bis hier hoch. Ich bin komm, Schwestern, so lange haben wir kein Fleisch mehr gekostet. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfreiter euch am Boden haben, habt ihr kaum Chancen gegen uns. So, nehmen wir mal gleich die Königin. Weil die können auch Magie wirken. Oh je. Oh. Ein Totem der Macht hat es gegeben. So, heilen wir uns erstmal. Was erhöht es? Kraft? Kraft. Erhöht die Kraft deines Helden. Okay. Ich dachte ein bisschen mehr. Also weiter. Und wir haben keinen verloren. Und noch ein großer Mana-Trank. Das heißt, ich kann jetzt erstmal einen kleinen trinken. Und schnappen wir mal dann den großen. Die Kodos müssen beschützt werden. Na gut, das schaffen die. Waren das schon mal, waren das nicht mal vier Tauren? Ja. Die nächste Oase. Dabu. Endlich die Oase. Katapulte der Warsong. Die könnten nützlich sein. Und wie die nützlich sein werden. Die Belagerungswaffen der Orks. So sehen die aus. Ja, Katapulte. Ähnlich wie die Dampfpanzer, bloß dass die Katapulte ein bisschen mehr drauf haben. Sagen wir mal, wie die Fleischwagen sind. So. Bloß ohne Seuchenwolke. Und ein bisschen stabiler. So. Ja. Denn ich glaube, ich weiß mich zu erinnern, was hier noch gewesen war. Wir waren, glaube ich... Ah, da sehe ich's. Warte mal, ich lasse mal kurz die Katapulte hier mal die wegballern. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! So. Zermatscht. So, wir brauchen nämlich die für die Türme hier. Die haben nämlich extra Türme. Und hier haben wir eine tolle Strategie. Hier müssen wir sie ranlocken. Das heißt, wir schießen erstmal die Dinger ab. Daraufhin kommen die Zentauren raus. Also weiter. Die wir dann wegballern. So. Dann können wir wieder auf die Türme gehen. So. Und dann können wir weiter. Die letzte Oase ist nämlich schon da drüben. Und da kommt der nächste Zentaur-Typ raus. Getroddelt. Getroddelt? Oh no! Oh, halt! Zurück, zurück, zurück! Da ist noch ein Wachturm. Habe ich gar nicht gesehen. Da ist auch noch ein Wachturm. Ganz schön viele. Die Geister sind Irolas. Karawane kommt auch gut mit. Das ist noch ein Turm. Links und rechts. Ich weiß nicht mehr. Alter. Seht ihr das? Die Kodos müssen beschützt werden. Kommen sie von hinten gerade. Das ist ja nicht schlimm. Von hinten gibt es kein Kindergeld. Aber habt ihr das gesehen? Da laufen so viele Marodeure rum. So. Ich gucke mich mal um, was hier oben ist. Wir müssen zwar nach links, aber ich gehe mal nach rechts. Alter, das ist ein Anführer. Die haben fast meinen Katapult zerstört. So. Die Geister sind ruhelos. Könnten die auch einnetzen? Dann können sie sich nicht mehr bewegen. So, dann müssen wir mal den Anführer töten. Alter, macht der Schaden. So, aber ich glaube, das war's noch nicht. Ja, der hat Reinkarnation, das heißt, der kommt gleich wieder. So, und? Zeig dein Face. Jetzt. Schöner drauf. Und mein Räuber, 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 Räuber. Ein Energieanhänger hat es mir gegeben. Nimm mal den Mana-Trank. Nimm den Energieanhänger. Haben wir noch mehr Mana. Habe ich einen Katapult verloren?
Ja, ich habe das eine Katapult verloren. Das war die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ja, es geht dann noch. Was haben wir denn hier? Zurück. Srall. Hol dir das Buch. Es ist immer gut, dass ich gleich in die Gebäude reingucke. Für die Ehre. Sonst gucke ich da nicht immer hin. Das ist auch noch ein Gebäude. Also, ich glaube, da war nichts drin. Für die Ehre. Ey, jetzt haben wir schon über 800 Leben und über 500 Mana und das auf Level 3. Sind gut vorbereitet. Für Doomhammer. Wollte schon sagen, irgendwas war jetzt gerade. Ich glaube, ich konnte gerade das Ding nicht kaputt kriegen. Oh nö, was macht ihr denn, ihr Idioten? Was ihr wolle. Da lässt du dich mal einmal alleine. So. Toll. Was macht ihr denn? Hallo? Du, oh, ihr seid dumm. Ich bin der Kriegshäuptling. Ihr seid doch nur das Katapult, vor allem ihr seid das von der Ferne angreifen. Ihr fahrt da einfach hin. Aber ich fürchte, die Karawane wird überfallen, ehe sie die andere Seite erreicht. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, die kommen. Ah, komm schon. Haben die noch mehr auf Lager? Da ist schon die letzte Oase. Die Kodos müssen beschützt werden. Für die Ehre. Ah, von hinten greifen sie auch wieder an. Ja. Die kommen von hier, oder? Für die Ehre. Ja, die würden jetzt von hier oben kommen. Die, die Tauren, Zentauren. So, ich heile mich kurz am Brunnen. Und damit hätten wir... soweit die Mission geschafft. Aber ob unsere Flucht linkt, das weiß ich nicht. Kern, der kommt gerade nicht aus den Stolpern raus. Wir haben keinen Kodo verloren. Also wir haben zwar viele Einheiten verloren, aber wir haben keinen Kodo verloren. So. Jetzt müsste ja auch gleich das Signal kommen, dass ich, glaube ich, die Karawane so weit in Sicherheit gebracht habe. Aber, wie gesagt, uns erwartet noch eine große Menge an Zentauren. Zweimal erledigt. Kern, die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Soll Mutter Erde in ihren Zorn mit diesen Schurken verfahren, wie sie es verdienen? Die machen uns keinen Ärger mehr. Ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Zum Orakel. Was ist es eigentlich? Der Legende zufolge sah es, wie Mutter Erde die Schicksalsfäden wob. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Haidschal, liegt der Gipfel Stone-Talon. Ihr findet das Orakel in der Höhle des Gipfels. Ich gebe euch meine besten Kodos zu eurer Unterstützung. Habt Dank, Kern. Ich werde euch nie vergessen. Siehet in Ehren, junger Kriegshäuptling. Möge Mutter Erde euch wohlgesonnen sein. Sieg! Ich mag den alten Opa. Und ja, wir haben jetzt neue Kodos für unsere Orks und ziehen gen Norden. Wir wollen ja jetzt das Orakel finden. Aber das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Bis dann!